Also gut an, verrückt, ne? Das ist schon toll. Mhm. Komm, nicht drücken, Schwede. Nein, du drückst sollst doch nicht drücken. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mahlzeit. Wie sieht's aus? Was machen wir eigentlich heute? Ich weiß nur, wir werden abgeholt. Aber was wir dann machen, wissen wir nicht. Nein. Wir wissen nur, dass es sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr lustig wird. Wo ist denn der Fahrer? Ich weiß auch nicht. Oh, guck mal. Ein Mercedes. Das sieht schon mal... Lang? Ja. Komm, wir gucken mal, wer drin ist. Guten Tag. Da ist er. Guten Tag. Wie geht es dir? Das freut mich. Grüß dich. Hi. Geht's dir gut? Matthias. Hi. Du, mir geht's super. Wie soll es einen auch anders gehen, wenn man mit so einem Auto durch die Gegend fahren darf? Das stimmt, aber sonnenmäßig bist du auch gut gesegnet, ne? Ja, aber du kennst ja, ne? Das ist die typische Bräune hier. Also hier wird alles weiß, aber ja, war schon gut was los in dem Jahr. Was machen wir? Wir gehen ein bisschen Auto fahren. Was für eine Überraschung. Sehr gerne. Und dafür habe ich mir gedacht, nehmen wir mit die Ikone der Fortbewegung. Ist wirklich so. Ja, absolut. Also absolut toll, immer mit dem Auto auch zu fahren. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal so ein bisschen die Intelligent Drive Systeme an. Denn ich verfolge die Videos ja auch, Matthias. Ja. Und ich denke, da können wir nur ein bisschen drüber reden. Ich fahre, weil ich bin S-Klasse. Als sie rausgekommen ist, bin ich einmal damit gefahren. Mhm. Ehrlich? Ja, aber okay. Dann nie wieder. Okay, aber schön. Und das schauen wir uns jetzt, denke ich, mal an. Einsteigen, die Herren. Ja, prima. Wer sitzt wo? Ja, ihr sitzt hinten, ich sitze vorne. Aber du, ich mache das so, wie man das so macht. Warte mal. Ach so. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Herr Krämer. Guck mal die Farbe innen drin. Hinten, vorne? Schön, gell? Ich komme zu Ihnen nach vorne. Ja, alles klar. Und ich zeige euch gleich innen noch was. Also wir haben hier auch wirklich eine schöne Ausstattung. Davon gehe ich aus. Was habe ich denn da gerade gesehen? Was ist denn das für ein Ding? Induktives Laden. Ich habe mein Telefon auch schon platziert. Das ist aber neu. Ne? Das ist neu. Muss aber das Telefon auch dafür passen. Also mit dem 10er und mit dem iPhone 8, glaube ich, geht's. Ja. Und natürlich auch verschiedene Samsung-Modelle. Aber das ist schon ziemlich cool. Was ist sonst alles neu? Wir haben das neue Lenkrad. Da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen. Also das ist die S-Klasse jetzt in der Modellpflege. Ja, geht auch gut vorwärts. Ne? Was ist das denn für ein Motor, sag mal? Das ist der 560er, S560, das ist der 4 Liter, ja. Den wir letztendlich auch aus dem AMG kennen. Ja. Also mit dem kleineren Turbo, oder? Ja, genau. Ich finde das Lenkrad schön. Das ist so ein Tacken dünner und ein Tacken größer, als das normal ist. Ne? Mhm. Und jetzt eben die neue Schalteranordnung. Ne? Also es gibt jetzt keinen Lenkstock mehr für die Distronic, sondern das ist alles integriert jetzt im Lenkrad. Okay. War am Anfang ein bisschen ungewohnt natürlich, weil wir kennen seit zig Jahren den Hebel einfach an der Seite, jetzt im Lenkrad. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es einfach auch intuitiver. Wissen wir eigentlich, wo wir hinfahren? Wir fahren Richtung Kirchheim als erstes, wenn es geht. Ich finde, S-Klasse muss man langsam fahren. Ja, aber das ist mal ganz kurz drauf. Oder gediegen. Mach ich doch. Gediegen schnell. Vor allem jetzt dumm mal so, als wäre ich der Chef. Ich würde mich schon beschweren. Ne? Ich ja? Ja schon, oh, jetzt aber volles Rohr. War das jetzt zu schnell abgebogen schon? Ja, ja. Genicksteife. Ach komm. Aber dann komm, wir machen eine Challenge. Wir machen das so. Wir müssen so elegant und so... Du musst dich so wohlfühlen wie möglich. Okay. Also die Hand muss schon mal unten sein. Und du sagst nachher, wer besser gefahren ist. Okay, das wer ruhiger gefahren ist. Aber es startet jetzt erst. Okay. Also ab jetzt. Ab jetzt. Wir könnten uns auch ein bisschen massieren lassen, ne? Also von dem Fahrzeug. Auch hinten, ne? Mhm. Was? Nee. Das war, ich habe gemerkt, wie die Klötze richtig an den Scheiben waren. Entschuldigung. Also ich glaube, ich habe noch nie so sanft angehalten. Das was? Ja, der Hammer. Also das war jetzt wirklich... Fandst du gut? Das war jetzt schon ein großes Kino. Dann warte mal ab. Ohne beim Stehenbleiben zu machen. Warte ab. Beim Stehenbleiben darfst du nicht machen. Nee. Wie lustig, dass wir beide gleichzeitig genau dieselbe Bewegung machen. Untermalme die, ich habe den nächsten Termin gleich, gell? Also. Ach, muss ein bisschen schnell gehen? Ja. Schnell, aber Schnell, aber komfortabel.
Das kann er nämlich nicht. Was? Ey, was laberst du? Kannst du mir erklären, warum die Sitzheizung an ist? Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert, dass ich das von hier aus auch steuern kann. Kannst du. Ist warm draußen, ne? Ja, pass mal hier drauf. 27 Grad, ich weiß. Der macht das da warm, ja. Die Ablage macht genau. Auch warm. Und dein Popo und dein Rücken. Ach so. Ich kühle direkt mal nach, ne? Gute Idee. Übrigens auch eine Besonderheit, ne? Das bläst nicht, das saugt das System. Ja, nee, super. So, und jetzt wollen wir doch mal so ein bisschen Intelligent Drive ausprobieren, oder? Ja, versuche ich gerade. So, eigentlich müsst ihr jetzt rüberfahren, weil links ist keiner. Blinker ist gesetzt, Schulterblick habe ich gemacht. Jetzt geht's. Die S-Klasse weiß, wo sie hingehört. Super, ne? Das ist wirklich Hammer. Ich mache nichts. Ich setze nur den Blinker und er fährt wieder rüber. Pass auf. Gibt es viele Autos, die das wirklich können? So perfekt habe ich es eigentlich noch nie erlebt. Ja, also ich habe das eigentlich auch in der S-Klasse, in der E-Klasse und witzigerweise kann die neue A-Klasse das auch, aber das weißt du ja, JP, oder? Von Ibiza. Ich habe ja auch eine jetzt. Du hast auch eine? Ja, und ich liebe sie. Ja. Die A-Klasse ist ja eigentlich der S-Klasse voraus. Ne? Mit einem System auf jeden Fall. Nee, aber auch so von der Aufbereitung vom Tacho und von dem ganzen Infotainment und sowas. Also ich finde, in der A-Klasse geht schon wirklich ab. Absolut. Also dieses MBUX, ne? Mercedes-Benz User Experience, das ist schon cool. Das können wir in der S-Klasse noch nicht, kommt aber auch ganz bald. Aber dafür kann man in der S-Klasse können wir ganz andere Sachen noch machen. So, Tempomat 210, also sanfter als die S-Klasse selber fahren kann ich das nicht, glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach fahren. Ich hänge mich mal ganz kurz hinter den GT, okay? Ja, mach mal. Mal gucken. Aber denk an die Aufgabe. Ja. Aber er wollte ja auch schnell, ne? Ja. Der GT macht uns Platz. Schau mal, das der ist schon, GT weiß. Also der weicht der okay. S-Klasse, ne? S-Klasse ja, kommt von hinten. Genau. Aber er geht auch gut, gell? Auch wie leise, richtig. Ne? Wir fahren 220. Ja. Und du hörst ja innen drin, es ist ja eigentlich nicht lauter wie bei 120. Ja. Die Klimaanlage ist ein bisschen geschwindigkeitsabhängig, ne? Mhm. Auch die hat jetzt gerade reguliert, das ist auch ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Wenn dieser Warnton kommt, stimmt. Dieses Bing, dann fährt würde die jetzt das Radio runterfahren, aber auch die Gebläsestufe, damit du das auch wirklich wahrnimmst in dem Moment. Also auch da, hey, was da alles drin schon ist. Schon mitgedacht. Fühlst du dich denn wohl? Ist es denn komfortabel? Sehr schön. Also gerade das einmal Beschleunigen auf der Autobahn war ein bisschen heftig. Ja. Aber gut, es gab ja auch einen Grund. Habe ich auch so empfunden. Mhm. So, jetzt können wir hier aber auch mal mit Distronic fahren. Also das geht ja auch auf der Landstraße. Mhm. Auch da orientiert es sich jetzt mit dem Lenkassistenten an den weißen Linien. Und auch da würde er die Geschwindigkeitsanpassung machen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf 100 eingestellt bist, das können wir auch mal ausprobieren. Bin und wir ich? Kommen jetzt zur nächsten Ortschaft. Ja. Dann erkennt er über die Navigation, da kommt eine Ortschaft und bremst dich vor dem Ortsschild schon auf 50 runter. Ja. Er sieht es jetzt dann eben über die Navigation, dass du kurz vor der Ortschaft bist und 70. Bremst dich früher entsprechend schon runter. 70 dann im Letzten 70, genau. Bremst runter. Anbremsen, einlenken, kommt jetzt. Wahnsinn. Macht da. Ich finde es aber gut. Er ist richtig gut gemacht und so geschmeidig und so gleichmäßig und nicht irgendwie. Huch, wir müssen aber langsamer. Das nimmt mir auch nix. Findest du, Also das Auto macht so gut, ich vermisse jetzt irgendwie, weil viele Menschen haben ja sagen, ja, ich möchte aber selbst fahren, ich möchte das selbst in der Hand haben. Also ich vermisse es gerade gar nicht. Nein. Ich fahre ja eh nicht. Jetzt habe ich eine Frage, Wolfgang. Mhm. Ich habe hier an dem Dynamikschalter etwas Neues entdeckt, was ich bis jetzt noch nicht kannte. Was ist denn Curve? Jo. Individual, Sport, Komfort, Curve und Eco. Was ist Curve? Curve, wir haben also ein ganz spezielles System in dem Fahrzeug. Stabilisator. Und zwar neigt sich das Fahrzeug in der Kurve. Das haben wir eingeführt mal in dem SL. Es neigt sich so? Es neigt sich. Ich fahre eine Rechtskurve und ich fahre so? Genau, es neigt sich, um der Fliehkraft entgegenzuwirken. Und dadurch hast du auch noch mehr Komfort. Sagen? Habe ich an. Dann lass mal knacken.
Wir müssen eben etwas testen, Chef. Mhm. Geht das? Freigabe? Ich mal gucken, ob ich es merke. Also du nimmst richtig Fliehkraft raus. Also ich merke zum Beispiel jetzt dass wir überhaupt in der Kurve waren. Sind wir gerade in die Kurve gefahren? Alter, ist das krass. Ja, machen wir ein bisschen spitzer. Ja, das fühlt sich an, als ob man wirklich wie so ein Traumschiff mal so fliegen würde. Wie in Achterbahn. Oh, das ist das größte Highlight für mich eigentlich. Das ist ja richtig ziemlich gut. Geil. Auch bei den langen, spürt man bei diesen schön, sanften Kurven. So, du hast ja doch nur ein wirklich gerades Armaturenbrettstück. Wenn man sich wirklich den Kopf zurückdrückt und in die Kurve geht, siehst du richtig, wie das Auto so schwimmt. Mhm. Und sich schwimmt so nicht. Nee, aber er schwimmt mit. Also er geht rein in die Kurven. Gegenläufig. Ja, wann tauschen wir eigentlich mal? Ja, jetzt. Jetzt? Hast du es gemerkt? Hast du es gar nicht gemerkt, ne? Fahren wir eigentlich schon. Siehst du? Jetzt habe ich gemerkt, wie du das Gas angelegt hast. Nein! Natürlich. Genau die gleiche Reaktion wie bei mir eben. Überhaupt nicht! So ein Quatsch. Alter. Ja, ist schon auch hohes Niveau. Findest du? ein bisschen zu hohe Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ja, das war schon. Das war Automatik, da kann ich nichts für. Ja, aber wenn du langsamer reingefahren wärst, hättest du das besser dosieren können. Ach, natürlich. Wolfgang? Ja, es war ein bisschen ruppig. Oh, ey. Das wollte ich hören. Ihr beiden, ne? Ich hab jetzt das Curves jetzt nochmal angemacht. Mhm. Krass. Alter, das ist komplett. Wahnsinn, das ist, ne? Der drückt dich hier runter. Mhm. Und da ein bisschen hoch. Mach nochmal aus. Warte, ich mach aus, während wir fahren. Ja. Ah, Mist. Ja, ich mach nochmal Curve an. Curve ist an. Ja. Und jetzt geht's auf Komfort. Ja, und gleich. Gleich kippen. Da merkst du sofort, wie man nach rechts kippen will. Alter, ist das genial. Mach das nochmal bitte. Mach mal an. Ist das genial. Ihr merkt richtig, wie wupp. Auch ein bisschen geringeren Lenkwinkel brauche ich, merke ich. Ja, habe ich auch gemerkt beim Kurvenfahren. Du tendierst eher dazu, zu über genau, zu viel zu lenken. Schieben. So, und jetzt, Achtung, du sagst, wenn es ausgegangen ist, ja? Jetzt. Ja, genau. Aber gut, schon verrückt, ne? Das ist schon toll. Mhm. Oh, ich liebe das, ne? Ja. Erstklasse fahren ist wie Urlaub machen. Ist auch so. Das ist wirklich so, das glaubt man nicht. Man sieht dann, wenn man noch nie in so einer S-Laster drin gesessen ist, dann siehst du so ein Auto und denkst du so, ja gut, ist ein Auto, ne? Aber das ist kein Auto. Ist es auch. Das ist kein Auto. Ist wirklich so. Das ist ein Wohnzimmer mit allem Komfort. Unfassbare Musikanlage, unfassbare Sitze. Und auch Stil. Also die Ausstrahlung. Ich finde, die C-Säule bei einer S-Klasse ist so unfassbar schön. Es ist irgendwie... Gibt es einmal das Gefühl aus vergangenen Zeiten, ja, dieser Schwung, der in den Kofferraumdeckel reingeht, und ist trotzdem super frisch und super neu fürs Auge. Also ich genieße das, die S-Klasse wirklich anzugucken. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber wenn man damit noch nie gefahren ist, weißt du nicht, was das Ding alles kann. Nee. Was er dir alles abnimmt, was er dir alles gibt. Wolfgang, warum ist die ESP-Taste in das Menü reingewandert? Um genau in solchen Situationen eine gewisse Hemmschwelle zu bieten, einfach mal schnell drauf zu drücken. Achso. Aber er macht das auch so. Das ist sauschnell und wir sind alle drei mega gechillt. Ja. Also ganz ehrlich, dahin könntest du im Gegensatz zu dem mit seiner Harley, der gerade fast aufgesetzt wäre. So, Herr Krämer, also der Termin naht, wir sind ein bisschen spät dran. Wir sind auch unterwegs. Okay. Alter, wenn du auf den Tacho guckst, das glaubst du nicht. Hier fährt jeder andere mit maximal 50 durch die Kurve und wir hatten gerade 90 drauf und es ist alles entspannt. Und es ist wirklich entspannt. Ja. Nein, wirklich. Also du kriegst es auch hin. Ganz, ganz entspannt hier sitzen. Ist schön. So, Wolfgang, was machen wir denn gleich Schönes? Ja, nachdem wir jetzt ja wirklich sehr komfortabel und gediegen unterwegs sind. Ja, wirklich sehr.
Und wir, ihr erinnert euch, in Finnland ja dann doch schon relativ viel Spaß hatten. Ja. Relativ. Den Spaß müssen wir eigentlich im Trockenen auch mal fortführen. Sehr ja. gut. Aber was genau, verrate ich euch noch nicht. Aber es wird das war schon genau genug für mich. Es wird dynamischer auf jeden Fall. Und dazu haben wir so einen ehemaligen Flugplatz in Leipheim. Ja. Mehr muss ich gar nicht sagen, oder? Wolfgang, darf ich einmal nach hinten? Klar, gerne. Ich will einmal die Chefposition haben. Aber dann stelle ich dir den Sitz auch so ein, wie sich das gehört. Ne? Okay. Wir haben also hier ja auch die Business-Variante. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Ich weiß nicht, das ist sehr nett. Doch, ich muss meine Schuhe ausziehen. Das ist sonst, das kann man nicht bringen in der S-Klasse. Einmal deine Socken zeigen, bitte. Die hier? Mhm. Super. Die passen zu deinem T-Shirt. Boah. Bring mich nach Hause. Nee, bring mich nach Leipheim. Mach ich. Ich hab da Termine. Vielen Dank für den schönen Tag. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin sehr entspannt. Ich bin massiert, ich bin beduftet. Ich habe Spaß gehabt. Dieses Köfting hat mir richtig gut gefallen. Ja, mir auch. Man hat es auch wirklich toll gespürt. Aber jetzt haben wir ja gesagt, komfortabel, gediegen. War es auf jeden Fall. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen Dynamik, oder? Musst du mir nicht zweimal sagen. Platz haben wir auf jeden Fall genug hier, würde ich mal sagen. Machen wir das wird jetzt? Ein schöner Tag auf jeden Fall. Ich glaube auch. Oder machen wir das im nächsten Video? Für euch im nächsten, für uns jetzt. Was wäre denn jetzt so dein Wunsch-Querkandidat jetzt gerade? Wunsch-Querkandidat? Ah, C63 wäre es eigentlich schon. Nee, ich würde lieber E63. Ehrlich? Ja. Also C63 ist schon auch, ne? Aber der E. E. Wir könnten, das wäre ja schon ein schönes Duo jetzt. So C und E. Gibt es das nicht sogar D-Moll und E-Moll? Ja, das gibt es alles. C-Dur? Ja. C-Dur, E-Moll. Ja.